Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen zu unserer 26. Ausgabe des Macwelt Weekly Wochenrückblicks. Apple nutzte diese Woche dann auch, um eine ganze Reihe an Software-Updates zu veröffentlichen, darunter iOS 8.4.1, wo vor allem auch Bugs von Apple Music behoben wurden, iTunes 12.12.2 und macOS 10.10.5. Bei dem macOS-Update ging es allerdings hauptsächlich um die Behebung von generellen Systemfehlern. Diese Woche gab es dann auch neue Informationen zu den Intel Skylake U-Prozessoren, die unter anderem in den MacBooks zum Einsatz kommen könnten. Während bei der CPU-Leistung ein Zuwachs von 10% zu erwarten ist, beträgt dieser bei der GPU-Leistung sogar 34%. Und zusätzlich dazu sind die Chips auch energiesparsamer, das heißt die Akkulaufzeit könnte um eine weitere Stunde verlängert werden. Nachdem schon bekannt wurde, dass das iPad Air 2 nach dem iOS 9 Update auch Splitscreen Multitasking ermöglicht, wird diese neue Funktion anscheinend auch beim iPad Mini 4 zum Einsatz kommen und dies deutet dabei auch unter anderem auf einen schnelleren Prozessor und mehr Arbeitsspeicher hin. Ein wichtiges Software-Update veröffentlichte Apple diese Woche dann auch für Bootcamp. Ab sofort ist es möglich, mit der Software Windows 10 in der 32- und 64-Bit-Version zu installieren. Zusätzlich dazu sind natürlich auch Treiber, unter anderem zum Beispiel für den USB-Type-C-Anschluss oder auch externe Superdrive-Laufwerk in diesem Update beinhaltet. Und es ist auch möglich, die Apple-Tastatur und Maus unter Windows dann mit den MacBooks zu benutzen. Obwohl der Apple TV der dritten Generation mittlerweile eigentlich schon seit einigen Monaten auf dem Markt ist, scheint Apple nun kleinere Produktionsprobleme zu haben. Einzelne Kunden wurden nun von dem Unternehmen angeschrieben, weil sie in den letzten Wochen einen Apple TV erworben haben und es dabei zu Defekten kommen kann von bestimmten Bauteilen. Diese Geräte werden dann von Apple sofort ausgetauscht und dieser komplette Austausch ist natürlich kostenlos. Zusätzlich dazu erhalten betroffene Kunden dann sogar als Entschädigung einen iTunes-Gutschein. Obwohl es mittlerweile noch keine offiziellen Informationen zu dem iPhone 6s gibt, scheint zumindest die Telekom an die Veröffentlichung des neuen Smartphones zu glauben, denn wie in jedem Jahr startet schon jetzt der Reservierungsservice, bei dem Interessenten sich in eine Liste eintragen können, damit sie das neue iPhone dann als einer der ersten in den Händen halten können. Über einen Anruf bei der Hotline kann man sich das iPhone 6s reservieren. Dies beendet dann auch schon die 26. Ausgabe unseres Macwelt Weekly Wochenrückblicks. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Artikel, über die wir in diesem Video gesprochen haben und viele weitere News rund um Apple, findet ihr natürlich auf macwelt.de und die Links in der Beschreibung unter diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.